Das hat alles mit Islam nichts zu tun oder umgekehrt, alles, was Liebe und Barmherzigkeit und gut ist, das hat alles mit Islam zu tun. Beides ist nicht richtig. Dazu müssen wir dann stehen und dass wir dann sagen, der Koran ist ein Buch, der entstanden ist. Es ist nicht, vielleicht manche auch sogar Muslime denken, es ist einfach vom Himmel gefallen. Gott hat entschieden, jetzt möchte ich dann den Menschen Anweisungen geben und schickt er dann ein Buch und dann ist das Buch da und wir müssen uns daran halten. So ist es nicht und so sagt auch der Koranwissenschaft nicht, auch muslimische Koranwissenschaft nicht, dass es durchaus ein Buch ist, das in einem Kontext entstanden ist und nicht in einem luftleeren Raum. Der Kontext ist gewesen, arabische Halbinsel, 7. Jahrhundert, in der auch durchaus andere Religionen, Polytheisten, Christen, Juden auch gelebt haben. Das heißt, in eine sehr, würden wir dann heute sagen, interreligiöse Umgebung entstanden. Könnte man nicht historisch kritisch zeigen, dass vieles von dem, was auch sehr fromme Muslime über Mohammed behaupten, historisch gar nicht zu halten ist? Und man historisch kritisch eigentlich ein Bild von Mohammed rekonstruieren muss, was dann verständlich macht, dass der Koran, und der ist ja zeitlich sehr nah dran, der ist in der Zeit Mohammeds entstanden, also dass der Koran ja sagt, Mohammed ist ein Zeichen der Barmherzigkeit. Also das würde ja gar nicht passen, dass er als der Prophet der Barmherzigkeit bezeichnet wird, wenn er gleichzeitig alle Leute umbringt, die sich auch nur ein bisschen ihm in den Weg stellen. Da gibt es Spannungen. Ich meine, die muss man historisch kritisch bearbeiten. Und wenn das in der islamischen Theologie in Deutschland geschieht, werden wir ganz schön überraschende und auch ermutigende Ergebnisse finden.